Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der den spielt das. Wir werden heute ein wenig rangieren, und zwar auf der neuen Strecke Leipzig-Dresden. Und werden ja einen Zug zusammenstellen mit unserer Rangierlok, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Und bin darauf sehr gespannt. So, da wären wir. Guten Morgen, Lokführer. Heute müssen Sie einige Wagen rangieren, um einen IC-Zug zu bilden und dann den Zug nach Leipzig Hauptbahnhof zu bringen. Ihre erste Anweisung erscheint, wenn Sie diese Nachricht schließen. Vielleicht werden wir das mal tun. Bitte fahren Sie zunächst bis zu dem auf dem hart markierten Ausziehgleis vor. Ja, dann werden wir das mal tun. Wir werden hier erstmal vorwärts, genau. Dann werden wir noch so. Wenn wir noch ein wenig die Lichter einschalten. So. Dann werden wir mal beginnen, würde ich sagen. 40 ist vorgegeben. So, das ist soweit erteilt worden. Das ist übrigens unsere Rangierlok. So ist es richtig. So, ein wenig können wir noch. So, ich glaube, dann können wir auch anhalten. So, ich denke, dann werden wir jetzt rückwärts fahren. Bitte wenden Sie jetzt und kuppeln Sie die drei Wagen in Leipzig Hauptbahnhof Abstellung 4 an. Das werden wir tun. So.
So, ein bisschen Geschwindigkeit hier drauf kriegen, sonst bleiben wir ja gleich stehen. So, und da stehen so unsere Waggons. Wunderschön. So, langsam heranfahren, nicht zu schnell. So, Kupplung abgeschlossen. Bitte bringen Sie diese Wagen nun zum Ausziehgleis. So, das heißt, wir werden den Richtungsländer wieder vorwärts verlegen und losfahren. So. So, wir werden Fahrtrichtungswende abermals verlegen. Wir mit Sicherheit jetzt gleich zurückdrücken müssen. Bitte bringen Sie diese Wagen nun zu Leipzig Hauptbahnhof Abstellung 3 und kuppeln Sie dort an die Wagen an. Ja, das heißt, wir werden wieder losfahren, logischerweise.
So, dort stehen die anderen drei Wagen. Na komm. Zack. Bitte koppeln Sie sich von allen Wagen ab und fahren Sie zurück zum Ausziehgleis. Ah ja, gut, dann werden wir das mal tun. Während der natürlich ins Koppelmenü gehen. Dann kommt ins Kupplungsmenü 99. Da muss ich uns abgeben. So. So, das heißt. Gut, dann auf geht's. So. Bitte fahren Sie zu Leipzig Hauptbahnhof Abstellung 1 und kuppeln Sie die drei Wagen an die Lok dort an. Auf geht's!
Bitte bringen Sie diese Wagen und Lok nun zum Ausziehgleis. Okay. Jetzt los. So, nun wird es mit Sicherheit wieder rückwärts gehen. Bitte kuppeln Sie nun diese Wagen und die Lokomotive mit den anderen Wagen in Leipzig Hauptbahnhof Abstellung 3. Wunderbar. So, vorwärts. Bitte schieben Sie diesen kompletten IC-Zug nun vorsichtig nach Leipzig Hauptbahnhof. Ah ja. Gut, dann werden wir rückwärts und ans Ende gehen.
Also ich bekomme im Moment nicht mehr Geschwindigkeit drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich drücke alles durch. Warum der so langsam fährt, kann ich euch leider nicht sagen. Doch nicht. Ich krieg die nicht. Naja, pünktlich werden wir es dann nicht schaffen, weil er halt so langsam ist.
Gib Vollgas, beziehungsweise voll aufgeschaltet. Er fährt nicht mehr. Es ist aber auch wahrscheinlich schwer, den ganzen Zug zu drücken. Ich drehe voll durch. Und trotzdem wieder langsamer. Also 5 Minuten ist schon amtlich. Aber ich kann es nicht ändern. So, dann haben wir es auch geschafft.
So, das ist das Ende dieses Szenarios. Pünktlich haben wir es leider nicht geschafft. Aber man kann ja auch nicht alles haben. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Naja, lassen wir das mal so dahingestellt. So, das war das Ende dieses Szenarios und auch das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Und bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann. Bye, bye.